1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Das angekündigte Thema für heute, das verschieben wir. Heute haben wir eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Ihr kennt das Spielchen ja. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir hier reden wollt, diskutieren wollt, plaudern wollt, was auch immer. Meldet euch unter der bekannten Telefonnummer. Das ist eine kostenfreie Nummer. Oder mailt uns unter domian@wdr.de und vergesst bitte nicht auf die Mail eure Telefonnummer draufzuschreiben und nicht zu lang die Mail zu formulieren, damit die Kollegen im Hintergrund dann auch sehr schnell reagieren und agieren können. Der erste Anruf heute Nacht ist Toni. Und Toni ist 25. Bei Toni weiß man nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ist es eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Ein Mann. Hallo Toni. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, mein Lieber, weswegen rufst du an? Also es geht um meine Geschwister. Mhm. Und ich habe einen Stiefvater und das sind meine Halbgeschwister, also der Stiefvater ist der leibliche Vater von denen. Mhm. Und mein Stiefvater, der ist so ein Typ, der rastet sehr gerne aus. Und der hat schon sehr oft meine Mutter geschlagen. Mhm. Ist aber schon länger her. Wie lange sind die beiden denn schon zusammen? Deine Mutter und der Stiefvater? Seit 1988 sind die verheiratet. Ah ja. Und dann fing das irgendwann an, schon damals, wo wir schon klein waren, fing es an mit meiner Mutter schlagen und so. Ja. Wie alt sind die Geschwister? 14 und 16. Mhm. Und wohnt ihr alle, deine Person eingeschlossen, noch zusammen mit den Eltern? Nein, Gott sei Dank nicht. Du Gott nicht sei mehr? Dank nicht. Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Mhm. Also es war so, er hat meine Mutter immer geschlagen, jahrelang. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie oft die im Krankenhaus gelegen hat deswegen. Mhm. Und irgendwann ist es dann so ausgeartet, da habe ich ihn versucht umzubringen. Mhm. Und was hast du gemacht? Also es war so, der hatte meine Mutter mal wieder geschlagen und die war bewusstlos. Und dann habe ich dann Notarzt gerufen. Toni, weißt du, was mich irritiert? Im Hintergrund läuft irgendwie Musik bei dir. Kann das sein? Musik, Moment. Die höre ich auf dem Kopfhörer sehr verstärkt. Und wenn du jetzt müsste es weg sein. Ja, das ist viel besser so. Also du hast versucht, deinen Stiefvater umzubringen. Richtig, ja, es war so, also wie gesagt, er hatte meine Mutter geschlagen und die war ohnmächtig und dann habe ich Notarzt gerufen und dann, er hat dann zu mir gesagt, wo Notarzt kam, lass die nicht rein, lass die sterben, hat er zu mir gesagt. Mhm. Und dann bin ich irgendwie total ausgerastet, hat mir dann ein Messer geschnappt in der Wohnung. Mhm. Und meine Geschwister ließen ihn dann in die Wohnung rein und dann bin ich dann ins Wohnzimmer gestürmt, wo er dann da saß und die Sanitäter, die waren noch im und dann haben die mich da gepackt, haben sie mir das Messer weggenommen, haben sie mich dann rausgeschmissen. Also du bist nicht an den Stiefvater nah rangekommen mit deinem Messer? Leider nicht. Weil? Nein. Warum? Weil der Sanitäter mich noch rechtzeitig gepackt hat, also hat nicht mehr viel gefehlt. Wie alt warst du, als du das getan hast? 18, 19. Mhm. 18, 19 war ich. Also deine Mutter ist so schwer verletzt worden, dass sie dann im Krankenhaus behandelt werden musste? Sie wurde mitgenommen, ambulant, wurde sie behandelt und dann hat sie gesagt, sie möchte nicht mehr, weil ja noch die jüngeren Geschwister da waren, halt diese Geschwister, um die es geht. Mhm. Und kam wieder nach Hause dann? Richtig, hat sie ein paar Stunden später das Krankenhaus wieder verlassen. So, ich ahne schon, dass das alles andere als eine glückliche Familie ist, da bei euch, Anführungszeichen euch zu Hause. Also, was ist jetzt der ganz aktuelle Grund deines Anrufes? Also der Grund ist, also seit dem Vorfall mit dem Messer damals hat er dann aufgehört, meine Mutter zu schlagen. Mhm. Und gestern, also um 22 Uhr, rief meine Schwester mich an und war am Weinen gewesen und hat zu mir gesagt, dass der Stiefvater sie geschlagen hat. Wie, die Schwester oder die Mutter? Die Mutter nicht mehr, die Geschwister, alle beide hat er geschlagen. Ja. Und die Jüngere, also die 14-Jährige, hat gesagt, er hat die so heftig geschlagen, dass ihr der Arm wehtut und die Lippe ist aufgeplatzt und ist am Bluten. Und war die Mutter dabei? Die Mutter war dabei, ja. Ja. Hast du mit deiner Mutter gesprochen? Ich habe auch mit meiner Mutter gesprochen. Was sagt die? Ja, die war auch total am Weinen und meine Mutter, die ist aber ein bisschen alt schon.
Wie alt ist sie? Ja, was heißt bisschen alt? Die ist 48. Ja. Aber für 48 ist die total krank. Die ist so nervlich am Ende. Mhm. Sobald die sich aufregt, kippt die sofort um und so. Kein Wunder, wenn sie so lange so etwas mitmacht. Ja, die hat jahrelang mitgemacht und ich habe ihr gesagt. Wie ist denn nach diesem Vorfall, von dem du gerade erzählt hast, mit dem Messer, hat er sie nicht mehr angefasst? Hat er nie wieder gemacht. Wie ist denn das dennoch das Verhältnis zwischen den beiden seitdem? Streiten die oft? Ist es angespannt? Nein, die haben sich sehr lange nicht gestritten oder sehr selten gestritten. Vielleicht 2-3 Mal im Jahr so richtig gestritten, heftig. Und dann ist es dann so geblieben. Die haben sich nie so richtig heftig gestritten. So, jetzt ist das passiert, was gestern, was jetzt passiert ist mit deinen Geschwistern. Ja. Und du stehst jetzt da mit deinen 25 Jahren und Halbbruder und weißt nicht, was du tun sollst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Meine Mutter rief mich an und sagt, ja, was soll ich machen? Der schläft jetzt schon die Kinder und ich habe zu ihr gesagt, Mutter, habe ich gesagt, schick die Kinder morgen zum Arzt, sollen die sich einen Attest tun und dann sollen sie anschließend zum Jugendamt gehen, sollen sie den anzeigen über Jugendamt. Weil wenn er das einmal macht, dann macht das immer wieder. Hast du das vorher noch nie gemacht? Noch nie, nein, noch nie. So, jetzt im Prinzip hast du ja wie aus der Pistole geschossen jetzt das Richtige gesagt. Ich habe nur die Sorge, wenn ich die Geschichte höre, dass deine Mutter, die so lange geschwiegen hat und so lange alles erduldet hat, dass die jetzt auch jetzt nicht die Kraft haben wird für diesen großen Schritt. Es sei denn, es war jetzt der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Du hast das Richtige gesagt. Ja, das müssten sie tun. Ja, aber das ist wieder eine andere Frage, ob sie es machen, weil ich schätze mal, die haben selber Angst vor dem, die haben es ja auch immer wieder mitgekriegt, die Streitereien und seine Ausraster. Ja, es ist natürlich an der Verantwortung deiner Mutter. Deine Mutter ist eine erwachsene, durchaus mitten im Leben stehende Frau, wenn du auch sagst, eine alte Frau. Ich verstehe schon, wie du es meinst. Sie ist wahrscheinlich mit den Nerven sehr fertig. Richtig, aber sie müsste dieses einleiten. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du sie unterstützt. Dass du sagst, du pass auf, Mama, wenn du das willst, ich helfe dir, das zu organisieren und wir gehen dahin und hierhin. Dann findest du da raus. Also ich versuche schon jahrelang, ich sag Mutter, reich die Scheidung ein. Er muss dann die Wohnung sowieso verlassen, habe ich gesagt, du kannst ja mit den Kindern wohnen bleiben. Aber sie hat dann Angst, dass er dann wiederkommt, sich an den Recht und so, weil das ist auch so ein bisschen kranker, glaube ich. Ich glaube, der hat so ein bisschen. Ja, das Problem ist wirklich, du kannst niemanden letztendlich in sein Glück reinzwingen. Ja. Wenn sie das nicht will, dann kannst du. So schlimm das ist als Sohn, wenn man sieht, dass die Mutter da wirklich vor die Hunde geht. Und so scheint es ja zu sein, wie du es beschreibst. Richtig, richtig. Und jetzt sind die Halbgeschwister auch noch betroffen. Die Kleinste ist 14 Jahre alt. Ja. Ich meine, wenn das jetzt noch weiter eskaliert, dann was du tun kannst, ist, dass du beim Jugendamt Bescheid gibst, was da los ist in der Familie. Also ich sag mal so, ich traue meinen Geschwistern nicht, dass sie jetzt morgen zum Jugendamt gehen. Also ich werde da morgen schon mal selber anrufen. Mhm. Bringst du dann, ist ja klar, dass du dann die ganze Sache ins Rollen bringst, was sicher gut ist, aber du musst dann halt auch überlegen, ob deine Mutter das will, ob sie nicht zu labil ist für die ganze Geschichte und so weiter. Das heißt, du musst deine, wenn du das jetzt machst und letztendlich glaube ich, dass es richtig ist, musst du natürlich dann auch Beistand leisten, ne? Und helfen. Richtig, ja, ich versuche ja zu helfen, so gut es geht. Ich möchte denen ja helfen. Ich möchte nicht, dass meinen Halbgeschwistern, dass meiner Mutter schlecht geht. Da soll er lieber weggehen, soll er rausziehen und gut. Ja, aber dieses Thema ist nicht neu. Dieses Thema ist fast 20 Jahre alt. Ja, ist schon ziemlich lange her, ja. Deswegen musst du da jetzt auch alle Hilfsmaßnahmen auffahren, die nur möglich sind, um deine Mutter und auch die Geschwister zu unterstützen. Ich möchte gerne noch eine fachkundige Meinung dazu einziehen. Ja. Sprich die meines Psychologen, der das Gespräch jetzt mitgehört hat. Ja. Der dir dann sicher auch noch ein paar konkrete Ratschläge geben kann, was du tun solltest und wie du wiederum helfen kannst. Das ist ja super. Ja? Toni, legst du bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay, ich bedanke mich. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, freie Themennacht heute bei uns 0800 220 50 50 und an dieser Stelle schon mal der Hinweis auf unser Thema Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag, immer festes Thema und da heißt unser Thema, meine Strafe war zu gering. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die vielleicht von Rechts wegen bestraft worden sind, die verurteilt wurden und im Nachhinein sagen, nee, ich habe so etwas Schlimmes gemacht, das kann man nicht mit 2-3 Jahren Gefängnis irgendwie bestrafen, meine Strafe ist zu gering. Oder vielleicht auch in anderen Bereichen
Das muss ja nicht immer gleich eine Gefängnisstrafe sein, dass jemand sagt, das, was ich gemacht habe, ich bin da zwar bestraft für worden, aber das ist zu wenig, das ist zu gering. Meine Strafe war zu gering, das ist unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Heute Freitemennacht, wenn ihr mich gerne sprechen wollt, hier jetzt live im Studio, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer. Stefan ist hier, hier ist er, 34, guten Morgen. Hallo. Hallo Stefan. Das ging um das Thema Muttersöhnchen irgendwie. Wie? Um das Thema Muttersöhnchen ging das. Ach so. Das hattet ihr doch letzte Woche, oder nicht? Ja, wir hatten neulich das Thema Muttersöhnchen. Und die haben da so positiv drüber berichtet und so, teilweise einer da. Da war doch so, ja, ja, auf seine Mutter abfährt und zu so. Meinem Entsetzen, ja. Bist du denn auch ein Muttersöhnchen? So, ne? Was denn? Bist du denn auch ein Muttersöhnchen? Das könnte ich nicht so sagen. Ich liebe meine Mutter halt so, ja. Nicht, ne? Das ist ja normal, oder nicht? Hast du noch eine... Hallo? Ja, bist du noch dran? Ja, da sind immer so Störungen in der Leitung. Weswegen meldest du dich denn zu diesem Thema, Stefan? Ja, weil mich das halt nervt, dass ich noch zu Hause wohne halt, ne? So. Ach so, du wohnst auch noch zu Hause? Ja, ich krieg hier Hartz IV im Moment. Ja. Kann mir keine Wohnung... Ah, die Leitung ist sehr schlecht, sehr schlecht. Geh mal näher zum Fenster, sind immer so Aussetzer zwischendrin. Fenster? Ja, versuchen wir es mal so, dann kriegt man den Empfang vielleicht besser hin. Also, ja, du bekommst... Ja, ich rufe mit dem Handy an, ne? Ja, ja, das ist immer das ist übel, ja. Ne, und ich würde gerne ausziehen und... Wie lange wohnst du denn jetzt? Wohnst du von Anfang an zu Hause? Was denn? Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Ohne Unterbrechung. Jetzt ist die Verbindung zusammengebrochen, ne? Als hätten wir es geahnt. Hier ist Steffi. Steffi ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domi. Hallo, Steffi. Hallo. Dein Thema. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich denke, dass wenn es so weitergeht mit meiner Ehe, dass sie kurz vorm Scheitern ist. Du bist schon verheiratet? Ja. Ja, wie lange schon? Also ich bin jetzt 3 Jahre mit meinem Mann zusammen und letztes Jahr haben wir geheiratet. Also ein Jahr verheiratet, 3 Jahre zusammen. Und warum meinst du, dass sie scheitert? Weil mein Mann so ein Mensch ist, der sich und das Leben und auch die Beziehung mit mir nicht so ernst nimmt. Wie alt ist er? Er ist auch 21. 21. Was heißt das, er nimmt das nicht so ernst? Ja, also sobald Probleme auftreten, da zieht er sich zurück und lässt auch nichts an sich rankommen, gar nichts. Und dadurch eskalieren viele Diskussionen auch. Ja. Was sind das zum Beispiel? Sag mir mal ein paar Beispiele von Problemen, die er nicht an sich rankommen lässt. Ja, also was seine Verantwortung für das Leben angeht und auch für die Zukunft. Wie meinst du das? Ja, er stellt sich alles immer so einfach vor. Ja. Also er ist jetzt Zweitsoldat und es geht auch um eine Weiterverpflichtung und eine Zukunft, die für ihn und auch für mich sehr wichtig ist, die er halt überhaupt nicht ernst nimmt. Das heißt, du willst dich dann unterhalten nach dem Motto, wie wird es so in 1-2 Jahren sein und du willst planen. Ja. Und das wischt dir dann so vom Tisch nach dem Motto, ach, wird sich schon irgendwie so ergeben. Ja, es fällt ihnen alles in den Schoß so ungefähr. Noch ein Beispiel. Ja, halt zu Hause, was die Hilfe zum Beispiel mal angeht, dass ich auch ein bisschen Unterstützung von ihm haben möchte. Bist du auch berufstätig? Nee, leider nicht. Ja, er ist Zeitsoldat. Genau. Das heißt, das ist für ihn ein Vollzeitjob, ne? Ja, er ist auch nur am Wochenende zu Hause. Ja, und was soll er da noch unterstützen? Was soll er machen? Ja, halt mir mal ein bisschen hier zu Hause helfen, halt so Kleinigkeiten, die halt mal zu machen sind. Zum Beispiel? Ja, jetzt mal den Müll rausbringen oder solche Sachen, so Kleinigkeiten halt. Und er ist dann immer mit PlayStation-Spielerei beschäftigt am Wochenende. Ja. Nun kann ich ja verstehen, dass er nicht so sehr viel im Haushalt machen will, wo du den ganzen Tag zu Hause bist und er die ganze Zeit arbeitet. Finde ich grundsätzlich erstmal verständlich. Natürlich sollte er auch mal ein paar Kleinigkeiten dir zur Hand gehen. Aber komisch ist schon, wenn er nur am Wochenende da ist, dass er sich dann nicht um dich kümmert und dass ihr was Schönes zusammen macht, sondern dass er da sitzt und spielt. Ja, also es geht beim Mittagsaufstehen, fängt es dann an, dann mache ich halt was zu essen und danach geht er dann direkt an die Konsole und das geht auch über Stunden so und Gespräche finden da dann überhaupt nicht statt. Also keine Gespräche, er redet nicht über die Zukunft, was dich interessieren würde, über eure Pläne, gar nichts. Wie ist es so mit Zärtlichkeit? Sehr wenig. Sex? Sex schon, aber nur, wenn er das möchte. Also wenn er das Bedürfnis danach hat, zum Beispiel abends dann mal, wenn man im Bett liegt. Ja, also wenn er Druck hat, sozusagen, dann ja. Genau. Aber nicht aufgrund einer Innigkeit zwischen euch beiden. Genau.
Also er ist mir auch sehr, sehr fremd geworden in der letzten Zeit. Wie lange dauert diese letzte Zeit schon an? Halbes, dreiviertel Jahr schon. Mhm. Und das quält mich auch. Da ich auch im Moment ein bisschen Ärger mit meiner Familie habe, habe ich auch von ihm keine Unterstützung. Wie ist denn das bei dir? Hast du irgendwas gelernt? Bist du arbeitslos? Oder was ist mit dir los? Im Moment, also in der letzten Zeit habe ich erstmal viel gejobbt und ausbildungsstellenmäßig, hier wo wir wohnen, ist das alles ein bisschen sehr schlecht, weil alles sehr abgelegen ist. Ja, also... Da ich auch keinen Führerschein oder so habe. Und auch noch keine Ausbildung? Nee. Musst du natürlich auch dringend was an dir machen, ne? Ja. Du kannst ja nicht die ganze Woche einfach nur zu Hause rumhängen. Nee, das deprimiert mich auch sehr. Das glaube ich, ja. Also davon abgesehen von der Geschichte mit deiner Ehe, musst du auch sehen, dass du dein Leben jetzt, was nur auf dich bezogen ist, sprich Ausbildung, Job oder so, dass du da irgendwie aus dem Pötten kommst. Ja, ich bin schon dran ohne Ende. Mhm. Alles nicht so einfach, weil viel verlangen halt Führerschein und... Mhm. Was für einen Schulabschluss hast du? Realschulabschluss. Na, immerhin, ne? Immerhin. Mhm. So, jetzt nochmal zu deinem Liebsten oder auch nicht mehr so Liebsten im Moment. Mhm. Warum habt ihr geheiratet? Es gab mal eine sehr, sehr schöne Zeit zwischen uns, wo auch sehr viel Zärtlichkeiten, viele Gespräche und halt viel Unternehmungen stattgefunden haben. Mhm. Und wir waren uns noch sehr ähnlich und wir haben eigentlich aus Liebe geheiratet. Mhm. Und letztendlich kann man sagen, dass so nachdem ihr verheiratet wart, so langsam anfing das schlechter zu werden, ne? Ja. So ja. Ungefähr kann man das sagen. Ne? Mhm. Kinder sind nicht in der Planung? Nein. Noch nicht. Ja. Mhm. Wie würdest du denn im Moment dein Gefühl für ihn beschreiben? Was empfindest du ihn für ihn? Ich liebe ihn schon noch, aber jetzt... unter den ganzen Bestimmungen, die da sind und da ich auch sehr, sehr viel leide, auch unter der Trennung, die wir jedes Mal durchleben müssen. Aufgrund der Wochenendbeziehung? Sieht es für mich im Moment nicht so rosig aus, dass ich sagen kann, die nächsten 10 Jahre mit ihm verbringen zu wollen. Hast du das Gefühl? Na, eigentlich wahrscheinlich nicht, aber ich frage es trotzdem noch mal. Hast du das Gefühl, zumindest irgendwie von ihm noch geliebt zu werden? Ich denke mal, dass es bei ihm eher so die Abhängigkeit ist, dass ich alles für ihn mache. Dass er das so genießt, sage ich mal, weil er ist auch ein bisschen sehr mutterbezogen. Ach so, das kommt auch noch hinzu. Ja. Das heißt, er kommt von einem gemachten Nest ins andere. Genau. Da hat die Mama die Socken gerollt und gewaschen und jetzt machst du das. Genau. Mhm. Und da hat er den Müll nicht runtergetragen und das macht er jetzt bei dir auch nicht. Richtig. Mhm. Also weißt du, Steffi, wenn du in deinem Alter, du bist erst 21 Jahre alt und ihr seid erst ein Jahr verheiratet, wenn du da schon so einen Frust hast und so einen Hals hast, ist das wirklich ein ganz, ganz, ganz schlimmes Warnsignal. Ja. Dass das wirklich nicht so weitergeht. Nee, auf keinen Fall. Entweder kommt da radikal was in Bewegung oder das war's mit der jungen Ehe. Ja, ich habe mir auch schon des Öfteren ein Ultimatum gestellt, doch ich merke, dass von ihm einfach keine Änderung kommt, so wie er sie mir immer vorgibt. Frag ihn doch mal, hast du ihn denn schon mal ganz klar gefragt, liebst du mich noch? Ja. Und was antwortet er? Er sagt ja. Ja gut, das ist ja auch praktisch, das zu sagen. Ja. Wenn er jetzt sagen würde, nein, dann ist er wieder Ärger am Hals und Rederei. So sagt er ja und er hat Ruhe vor dir. Genau. So wird er wahrscheinlich funktionieren. Mhm. Mhm. Wäre er zu bemühen oder zu überreden, würde er sich bemühen, mit dir in eine Eheberatung zu gehen? Er denkt immer... Er möchte diese Probleme nicht vor anderen Leuten austragen. Mhm. Dann musst du sagen, wenn wir beide die nicht austragen können, und offensichtlich können wir das nicht, weil du nicht redest, dann möchtest du das und dann musst du drauf bestehen. Ich hab's schon versucht. Ich hatte auch einen Termin gemacht, doch dann hat er wieder einen Rückzieher gemacht. Mhm. Dann machst du nochmal einen Termin, Steffi. Mhm. Und dann sagst du ihm, wenn du jetzt einen Rückzieher machst, gehe ich da alleine hin. Mhm. Das kann man auch mal machen. Ja. So. Und je nachdem, wie das dann weiterläuft, dann kannst du ihm, finde ich, durchaus ein Ultimatum stellen. Wenn sich das jetzt nicht alles ändert, dann werden wir uns erstmal trennen. Mhm. Mal sehen, wie er dann... Nimmt er das denn ernst, dass du eventuell auch vielleicht dich trennen würdest wollen? Er sagt ja dann, geh doch. Also. Ach so, das sagt er auch. Er sagt das auch sehr gefühllos, sag ich mal, sodass ihm das nichts ausmachen würde. Steffi, weißt du, wenn mir das jemand so ins Gesicht sagen würde, das ließe ich mir nicht zweimal sagen, dann würde ich gehen.
Dann würde ich gehen. Und dann wird man mal sehen, ob der das wirklich ernst gemeint hat oder ob der das so aus der Wut vielleicht heraus gesagt hat. Mhm. Wenn er sich dann wieder nicht regt und nichts tut, dann ist das der beste Beweis dafür, dass das so etwas von tot ist, eure Ehe und eure Liebe. Toter geht's gar nicht mehr. Ich habe ja schon da gestanden mit gepackten Koffern und war schon aus der dann Tür raus. Dann tu es. Wenn er das so radikal dir ins Gesicht sagt, dann geh. Mhm. Dann hat er es nicht anders verdient und dann muss er sehen, wie er zurechtkommt. Mhm. Dennoch kannst du das ja noch einmal, vielleicht eine Chance mit der Eheberatung noch einmal versuchen. Aber wenn der junge Mann so blockiert und so mauert, dann war es das halt. Ja. Ja? Mhm. Liebe Steffi, mehr kann ich nicht sagen. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, das hier ist eine Live-Telefon-Talkshow. Wenn ihr vielleicht gerade mal zufällig reingezappt seid und habt uns noch nie gesehen und noch nie entdeckt, hier kann man live anrufen. Wir sind hier im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1Live. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 und ihr könnt euch mit mir unterhalten über alles, über politische Sachen, über persönliche Dinge, über alles Mögliche und alles Unmögliche. Ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de und dann werden wir vielleicht in dieser Sendung oder in einer der nächsten Sendungen miteinander sprechen. Weiter geht es mit Daniela und Daniela ist 21. Hallo Daniela. Ja, hallo. Ja. Ich bin ziemlich aufgeregt, muss ich sagen, weil ich hätte echt, habe es jetzt auch heute das erste Mal probiert und nie gedacht, dass ich da mal irgendwie mit dir sprechen darf. Na, wunderbar. Ja, schon ewig an, aber naja. Daniela, was ist denn der Grund deines Anrufes? Also ich habe folgendes Problem. Ich bin in der 12. Woche schwanger und stehe jetzt seit 3 Wochen unerwartet alleine da. Seit 3 Wochen? Das heißt, der Erzeuger ist weg, oder wie? Ja, genau. Weil du schwanger bist? Nee, gar nicht. Es war geplant. Also, ach, es war geplant? Das Schlimme. Es war gewollt und geplant. Also 4 Monate lang jetzt echt dafür gesorgt, dass es passiert, beide Seiten. Also sonst hätte ich das auch nie gemacht, ja. Wie lange wart ihr denn vorher schon ein Paar? Fast ein Jahr. Und dann habt ihr euch schnell entschieden, wir wollen jetzt ein Kind haben? Ja, nicht unbedingt. Also wir waren mal auseinander und da habe ich die Pille dann abgesetzt, weil ich dachte, gut, brauchst du ja dann eh nicht mehr. Und dann sind wir aber kurz drauf wieder zusammengekommen. Ja. Und ich habe ihm dann gleich gesagt, du, ich habe die Pille aufgehört und so. Und so haben wir uns dann entschlossen, dass wir sie weglassen und ein Kind machen, ja. So, nun ist das Kind entstanden. Genau. Mehr oder weniger. Oder sagen wir, es ist im Entstehen. Ja. Aber es ist ja schon viel Kind da. Ja. So, nun ist er weg und weiter. Genau, ja. Und ich komme nicht so richtig damit klar, weil, wie gesagt, ich habe es mir so nicht vorgestellt. Und hätte ich das gewusst, hätte ich auch nie ein Kind gemacht. Das ist das Schlimme. Warum ist er denn weg seit 3 Wochen? Ich habe ihn letztlich weggeschickt, weil er sich unmöglich verhält. Und das halt schon seit Monaten. Und war einfach zu naiv und habe halt noch ein Kind mit ihm gemacht. Ich habe gedacht, es wird irgendwas besser dadurch. Wie verhält er sich denn unmöglich, wie du sagst? Sehr gefühllos, eiskalt, egoistisch. Er interessiert sich wirklich nur für sich und wie es mir geht. Das interessiert ihn einfach. Aber wenn du sagst, der ist so schon seit Monaten, dann war der ja auch schon, wenn ich mal jetzt zurückrechne, auch schon so, als ihr zugange wart, das Kind zu machen. Ist so. Und dennoch hast du dich darauf eingelassen? Traurigerweise, ja. Also das ist ein Fehler, sagst du heute? Auf jeden Fall. Das war naiv? Klar. Ja. Und jetzt hast du vor 3 Wochen gesagt, so geht das nicht mehr, tschüss. Er soll bitte gehen, ja. Also es war noch so, dass wir uns auch noch das erste Mal beim Frauenarzt waren, das war in der 6. Woche. Und danach haben wir gedacht, ja gut, jetzt kriegt man ein Kind und alles, dann können wir auch heiraten, dass das jetzt alles so die geordneten Bahnen halt geht. Auch fürs Kind halt natürlich und für uns, ja, man liebt sich ja schon und also so dachte ich. Und dann haben wir uns noch Verlobungsringe ausgesucht und gravieren lassen und alles und ich habe die dann auch geholt. Weil das Schlimme ist, er lebt bestimmt seit einem halben Jahr von mir runter und behauptet immer, er hat kein Geld und er hat ja Schulden, und gibt also nicht mal irgendwie einen kleinen Teil dabei. Und ich bin selber Zahnarztheilfrin und verdiene nicht viel und also ist sehr schwierig so. Und auf jeden Fall habe ich die Ringe trotzdem geholt, obwohl ich auch nicht das Geld dazu gehabt hätte unbedingt. Und ein paar Tage später sagt er einfach zu mir, ja, er will mich doch sowieso gerade nicht heiraten. Und da hat mir dann also echt der Kragen dann geplatzt. Ganz am Anfang, als klar war, dass du schwanger bist, hat er sich denn da noch gefreut?
Ja, hat mir den Bauch eingeölt und alles, unser Baby und so, war auch mit dabei beim Frauenarzt das erste Mal. Und kann das sein von deiner Seite aus, ich meine, nur ist es eh egal, weil es passiert ist, aber trotzdem die Frage, dass du dich da so drauf hast eingelassen, auch war da vielleicht so im Unterbewusstsein, vielleicht kommt das jetzt ans Bewusstsein, vielleicht kann ich ihn mit einem Kind besser an mich binden und halten. Nee, also könnte ich nicht behaupten, weil wenn es nicht von ihm auch genauso gewollt gewesen wäre, hätte ich es nie gemacht, ja. So, wie ist euer Kontakt im Moment? Null? Gar nicht. Gar also nicht. Seit ich ihn weggeschickt habe, nichts, einfach nichts. Und er hat sich auch gar nicht großartig aufgeregt, als du gesagt hast, auf Wiedersehen, er ist gegangen und war weg. Ich habe dann die Verlobungsringe geschnappt und habe dann die Wohnung verlassen, weil ich ihn einfach nicht mehr ausgehalten habe, weil das so ein harter Schlag für mich war. Und habe mich dann auch gefragt, für was es dieses Kind gibt, wenn er mich eh nicht heiraten will, weil ich tue echt alles für unsere Beziehung und er gar nichts. Und dann sagt er auch noch, rotzfrech, er will mich ja eh nicht heiraten. Und habe ich echt gedacht, gut, dann, was soll das dann noch alles? Ihr habt nicht zusammen gewohnt, ne? Wir haben mal, ich habe ihn brutal früh schon bei mir einziehen lassen. Ja. Und dann ist er aber nach ein paar Monaten dann in eine eigene Wohnung, weil es einfach auch nicht geklappt hat. Ja. Ja, das ist alles sehr brutal früh bei dir, finde ich. Das geht alles zu schnell. Zu schnell einziehen lassen, zu schnell auf die Schwangerschaft eingelassen, aber nun bist du schwanger. Ja, genau. So. Ja. Du kennst den ja besser als ich. Ich kenne ihn ja gar nicht. Mhm. Hältst du es für möglich, dass der vielleicht in Anbetracht dessen, dass er sich überlegt, bald... Oder in ein paar Monaten dann, bald noch nicht, aber es dauert noch eine Weile, irgendwann ist das Kind da, dass er dann irgendwie doch vielleicht sich nochmal verwandelt und nochmal auf dich zugehen könnte? Ich halte es eher für möglich, dass er mir dann damit schaden möchte, also. Ah ja. Liebst, also ich glaube nicht, dass er jemals, also. Ja. Wie ist denn dein Gefühl zu ihm noch? Zu ihm? Ja, ich kriege ein Kind mit ihm. Für mich ist eigentlich schon was sehr Besonderes, weil. Ja, aber es bindet einen ja für immer und. Das schon. Das garantiert ja kein Liebesgefühl. Ist da noch ein Liebesgefühl oder ist die Enttäuschung doch sehr groß und. Da ist schon ein Liebesgefühl. Da ist immer noch ein Liebesgefühl. Kann man sagen, ja. Er hat sich in den 3 Wochen keinmal gemeldet. Nichts, gar nichts. Und ich habe jetzt heute eine Mail geschickt und kam aber auch nichts. Und das muss ich irgendwie wahrscheinlich damit abschließen und. Also nochmal gefragt, der Hauptgrund, weswegen du gesagt hast, du möchtest nicht mehr, war, dass er zu egoistisch, zu egomanisch ist, sich ja nicht groß um dich gekümmert hat, zu kalt ist und so weiter. Ja, immer gleich in die Decke geht, sich wegen jedem kleinen bisschen aufregt. Das waren alles so Sachen, die mich echt brutal belastet haben. Und Gespräche gab es auch nicht, irgendwie aufeinander eingehen oder so. Also ich nehme das schon ernst, wenn du sagst, im Grunde liebe ich den noch und der ist der Vater meines Kindes und du hast dich von ihm getrennt. Das heißt, da muss das schon sehr schlimm sein. Ne? Ich hab nur noch rumgeschrien. Ich habe gedacht, es kann es nicht sein. Ich bin schwanger und muss nur rumschreien. Ich verliere noch das Kind. Ja? Daniela, was bleibt dir jetzt anders übrig? Dir bleibt gar nichts anderes übrig, als dich jetzt auf deine Schwangerschaft zu konzentrieren und dich auf das Kind natürlich zu freuen. Das wirst du ja auch. Ja. Wenn das Ganze auch das ist das Schlimme. Ja, eigentlich war es immer mein größter Traum. Und auch Jungmutter zu sein war immer mein Traum. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass ich das nicht wollte, klar. Aber jetzt alleine dazustehen war nicht mein Traum. Mhm. Und das ist gerade so für mich echt schwierig. Wer träumt da schon von? Da träumt kein Mensch von. Mhm. Aber du musst sehen, dass du das Beste draus machst. Mhm. Und das Beste draus machen heißt, dass du dich um dein Kind kümmerst. Du hast bald eine hohe Verantwortung zu tragen. Ja. Die trägst du jetzt schon. Und das Beste für das Kind zu arrangieren. Und wenn du auch traurig dabei bist, das ist auch verständlich, so muss doch die Freude, dass du ein Kind bekommst und wir wollen hoffen, dass alles gut klappt, dann im Vordergrund stehen. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich weiß es ja wirklich nicht, vielleicht kommt da ja nochmal irgendetwas von ihm. Wenn dann nicht. Schlimme ist halt, ich laufe ihm seit Monaten hinterher und ich möchte ihm nicht mehr hinterher. Nein, das sollst du auch nicht tun. Ich würde jetzt an deiner Stelle auch überhaupt gar nichts mehr tun. Auch keine Mail mehr. Was hast du denn in die Mail reingeschrieben? Da habe ich reingeschrieben, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Damit wollte ich eigentlich sagen, ich fühle mich nicht im Unrecht, mich jetzt hier für irgendwas entschuldigen zu müssen, weil er ja monatelang so mich so behandelt hat. Und dann habe ich noch reingeschrieben, dass das so hätte einfach kein Kind entstehen sollen oder dürfen. Ja, so hätte man kein Leben in die Welt setzen dürfen, weil das Kind wird immer der leidtragende Part sein. Und okay, aber... Und da hat er auch nicht drauf reagiert und dann wollen wir das auch dabei beseitigen. Das muss Schluss sein. Muss ich das jetzt akzeptieren, dass ich alleine bin? Definitiv ja. Was willst du hinterher heulen? Du kannst die Sachen nicht umdrehen mehr. Mhm. Vielleicht
Ich will dir da gar keine falsche Hoffnung machen. Entwickelt sich bei ihm noch was? Aber ich würde mich erstmal so innerlich einprogrammieren darauf, dass ich alleine bin, dass ich das Kind bekomme und dass es für das Kind alles gut sein soll. Da ärgert man sich, da ist man traurig, aber ziehst du vielleicht auch eine Lehre draus, für die Zukunft ein bisschen vorsichtiger zu sein mit den Beziehungen, mit den Männern. Ja. Und nicht so schnell alles irgendwie gleich einziehen und Kind und so. Ja. Aber jetzt freu dich auf dein Kind. Freu dich auf dein Kind und lass den Typ in Ruhe. Alles klar. Du machst dich klein, indem du da immer wieder ankommst. Und er weiß es wahrscheinlich auch. Ja, klar. Ja, man wird klein, indem man klammert. Mhm. Das ist so. Okay. Liebe Daniela, alles Gute für dich. Also gut, danke. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Und schon ist Erwin hier. Und Erwin ist 32 Jahre. Guten Morgen, Erwin. Ja, hallo. Kann ja. ich dich verstehen? Ich kann dich sehr gut verstehen. Guten Morgen. Ich kann dich sehen, du mich aber nicht. Nein, ich kann dich leider nicht sehen. Ich bin 42 Jahre alt. 42, ja. Ich hoffe, dass ich es richtig gesagt habe. Ja. Erwin, was ist der Grund deines Anrufes bei mir? Der Grund meines Anrufes, ich hatte das schon mal probiert vor einem halben Jahr oder so. Da war das Problem, weil ich bin das zweite Mal verheiratet. Ich habe einen Sohn mit meiner ersten Frau. Mhm. Und ich habe meine Frau kennengelernt vor 6 Jahren. Und das hat alles ganz harmlos angefangen. Und dann haben wir uns einen Computer angeschafft. Und sie hat dann angefangen, so zu chatten. Also mit der, ich weiß, ohne eine Marke zu nennen, aber kommt aus Amerika, ja. Ja, du bist mit der zweiten Frau jetzt 6 Jahre verheiratet. Ja, bin ich jetzt, ja. Bis zum heutigen Tag, ja. Hier liegt im Bett und schläft. So, ja. Und sie hat angefangen zu chatten. Ja, und sie hat dann angefangen zu chatten im Internet. Ja. So weit, so gut. Ja, am Anfang war das ja auch lustig, da habe ich auch noch zugeguckt, da hat mich dann auch so ein kleines bisschen noch angemacht und so. Mit wem chattet sie denn? Ja, chatten heißt mit anderen Männern halt so flirten und so, aber dann hinterging das weiter, hat sie sich eine Webkamera gekauft. Ach. Und dann hat sie von sich Fotos gemacht und die auch, dann laufen ja nicht nur Fotos, dann laufen da, läuft ja, ist ja wie ein Film, das ist ja wie so eine, ich bin Hobbyfilmer, ich filme auf der ganzen Welt. Also das sind dann Filme, die laufen dann ab, dann muss man sich vorstellen, der andere kann deine Frau sehen und deine Frau kann den auch sehen, ja. Also, deine Frau sitzt vor ihrem Computer und hat so eine kleine Kamera eingeschaltet. Ja, so eine kleine Kamera, so eine Logitech, ja. So. Und die chattet, die tippt Sachen ein. Die tippt dann noch ein. Und der andere, dass er dann da ist. Genau, und der andere sieht sie. Ja, die sieht sie, ja. Und in jeder Form. In jeder Form. Das heißt, wollen wir gleich Butter bei die Fische tun, sie macht Schweinereien vor der Cam. Ja, ganz genau, ja. Es gibt Cam-Sex oder was? Ja, sowas, ja. Mit anderen Männern. Ja, die sie dann wiederum auf ihrem PC auch sieht, auf einem kleinen Bildschirm. Die sieht die Männer auch, ja. Die sieht die auf dem kleinen Bildschirm. In einem Fenster. Auf dem Media Player, ja. Ja. Also ist das Chemsex, kann man sagen. Ja, nur ist das so, das geschieht immer unter Alkoholeinfluss. Und wann macht sie das denn, wenn du nicht da bist, oder wie? Wenn ich nicht da bin sowieso, weil ich habe so meine Gewohnheiten. Ich habe jetzt einen Job als Fahrer. Ich fahre jetzt weit weg, ich muss nach Frankreich morgen früh wieder und ich bin aber eigentlich Handwerker vom Beruf, aber ich bin auch immer lange unterwegs und man auch immer lange Abende, wenn ich irgendwo bin. So, das heißt, wenn du nicht da bist, ist ja völlig klar, meine Frau sitzt vor der Kamera und macht die Beine breit. Ja, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, ja, dann wird sie schnell die Hose hochgezogen oder irgendwie was, dann geht und das immer richtig. Sie masturbiert vor der Kamera? Das kann ich, das weiß ich nicht genau, aber... Aber sie sitzt nackt davor. Ja. Sie sitzt nackt davor. Und andere Männer oder ein anderer Mann gucken ihr dabei zu. Mhm. Und sie guckt dazu, wie die Männer das machen. Ja, richtig, genau. So, du bist ihr auf die Schliche gekommen. Du hast sie dabei erwischt irgendwann. Ich habe sie schon erwischt, ja. Und jedes Mal, mittlerweile macht sie aber schon, ist sie schon geschickter, weil ich auch Musiker bin. Ich mach so Musik. Das heißt, Musik kannst du nicht sagen. Ich singe. Ich bin im Gesangverein. Das hört sich blöd an, ist zwar altmodisch, aber macht mir halt sehr viel Spaß. Okay, keine weiten Ausflüchte. Wie hast du sie erwischt? Ja, dass sie vor dem Ding sitzt und ihr Geschäft verrichtet, ja. Da hast du sie bei erwischt gesehen. So, und was sagt sie dazu? Ja, man kann sich an dem Abend mit ihr nicht mehr darüber unterhalten. Am nächsten Morgen möchte sie nicht darüber reden. Ach so, weil sie besoffen ist. Ja. Sie macht das immer nur, wenn sie betrunken ist. Ja, ganz genau. Und dann ist sie sehr betrunken, wenn sie das macht. Ja. Mhm. Und am nächsten Morgen will sie darüber nicht mehr reden. Am nächsten Morgen will sie nichts mehr von wissen, ja.
Lässt du dich denn so leicht abspeisen, dass du dann auf den Mund hältst? Ich halte nicht den Mund. Hier gab es schon richtig Randale, ja. Ich musste schon 10 Tage aus meinem Haus ausziehen, ja, weil ich hier so aufgeräumt habe. Ich habe hier nichts getan, aber ich habe hier richtig Terror gemacht, ja, weil das... Also ist das... Entschuldigung. Das ist für dich auch eine Form des Fremdgehens? Natürlich, klar. Ja. Weil sie sich ja anderen Männern hingibt, ja. Läuft denn sonst irgendwas real auch mit Männern? Ich meine, der Schritt ist ja dann nicht mehr weit. Ich hab im Handy schon, wenn sie dann im Bett liegt, dann liegt das Handy schon mal daneben. Da sind ganz schön viele SMS drin, die sie von anderen Männern kriegt und so. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist nur, dass das eigentlich ein ganz lieber Mensch ist, dass ich mich mit ihr auch gut verstehe, dass sie auch friedliebend ist, wenn sie keinen Alkohol trinkt. Ja. Aber wenn sie keinen Alkohol getrunken hat und dieses Thema so in der Luft liegt, da muss... Sie, wenn sie so ein friedliebender Mensch ist, muss sie sich doch sehr schämen und sich entschuldigen dafür. Tut sie das? Eigentlich nicht. Also da ist so totgeschwiegen. Das ist eine ganz komische Sache. Ich kann das irgendwie gar nicht ausdrücken. Das ist so, wie soll ich sagen? Das liegt irgendwie so in der Luft und man spricht nicht. Man umschifft das irgendwie so. Ja, klar. Und ich akzeptiere das dann irgendwie wieder eine Zeit lang und dann geht es wieder von vorne. Was meinst du, wie lange sie das schon macht? Ja, das hat angefangen vor 3 Jahren, wie wir dann den neuen Rechner gekriegt haben. Also den recht hochwertigen Rechner, der auch schnell ist mit, keine Werbung machen, aber es gibt TDSL eben, ja. Und damit geht das eben recht schnell. Und da sind die auch, du kannst ja auch nicht mit jedem Rechner sowas machen. Also, habt ihr Kinder? Sie hat eine Tochter und ich habe einen Sohn. Die leben aber nicht bei euch? Nee, die sind von am ersten Mann die Tochter und ich habe mit dem meiner ersten Frau den Sohn. Wie ist denn eure Sexualität? Zwischen euch beiden? Null. Null? Ich habe da keine Lust mehr. Nee. Wie lange schon null? Früher war das mal so, wenn sie sich da angetörnt hat, dass sie da mit mir danach ins Bett gegangen ist. Da ging das noch. Und wenn das jetzt aber auch stattfindet, ich habe da keine Lust mehr zu, weil mir das einfach zu viel wird. Ja. Das heißt also schon seit 2 Jahren oder so? 3 Jahre, habe ich gesagt, ja. 3 Jahre, nee, 3 Jahre auch kein Sex mehr? Sagen wir mal 2 Jahre, nichts mehr. Klingt aber alles ziemlich krass, Erwin. Ja. Mensch, da hast du eine Frau, die setzt sich da nackt vor die Cam und besäuft sich dabei. Ihr habt keinen Sex miteinander, ihr redet nicht darüber. Was ist denn da noch schön bei euch? Was ist noch schön? Das sind die ganzen anderen Dinge. Wir haben ein großes Haus, wir haben einen Garten und sie macht viel, sie sorgt für alles und tut und macht und ist immer nur, wenn sie trinkt, ja. Trinkt sie oft? Ja, viel. Ja? Würdest du sagen, dass sie Alkoholikerin ist? Ich würde sagen, das weiß ich nicht. Ich kann sie nicht einschätzen, weil sie kann auch schon mal wochenlang gar nichts trinken. Ah, das heißt nicht unbedingt was. Aber in der Regel trinkt sie jeden Tag, so eigentlich? Jeden Tag nicht, aber wenn sie diese Dinge vorhat, dann tut sie schon. Trinkt sie denn auch, wenn sie diese Dinge nicht vorhat? Oder ist das? Dann eigentlich nicht. Sie macht es eigentlich dann nur, wenn sie sich vor den Rechner. Und wenn ich schon nach Hause komme, ja, ich bin eben nach Hause gekommen, da habe ich gesehen, auf der Domian drin, ja, und ich fand, ich gucke das sehr oft, weil das sehr, sehr schön ist, weil du ein ganz ausgeschlafener Junge bist. Und dann habe ich gesagt, guck das nochmal. Dann habe ich nochmal versucht, weil man ja fast nie durchkommt, aber dann habe ich es ja mal geschafft. Und bei ihr ist es eigentlich so, ich kam eben von der Probe und da war es mal wieder so, ja. Kam ich von der Probe und dann wird wieder schnell alles weggepackt und dann komme ich quasi in mein Haus und sie hört den Schlüssel unten, muss die Treppe rauf. Was trinkt sie denn dann immer? Wein. Und wie viel hat sie jetzt, was meinst du, wie viel hat sie heute Abend sich da hinter die Binde gekippt? Das kann ich nicht sagen, das versteckt sie immer, aber ein Liter bestimmt. Liter. Erwin, weißt du, du sagst, wir haben ein Haus und wir haben einen Garten, das ist unser Schönes. Ich finde, keine materielle Sache dieser Welt kann das... Aber wir haben uns so viel angeschafft. Wir haben uns vor 2 Jahren ein neues Auto, wir haben uns ein neues französisches Auto gekauft, wir haben so viel gemacht, wir haben so viele Urlaube gemacht, wir haben so viel zusammen. Ich habe hier das ist erstmal die Vergangenheit. Da wird man natürlich wehmütig, wenn man sich das vor Augen hält. Aber was meinst du, wie viele Paare in dieser materiellen Falle stecken?
die im Prinzip unglücklich sind miteinander, aber die aufgrund materieller Verstrickungen, Haus, Wohnung oder gemeinsames Geschäft oder weiß ich was, auf die Zähne beißen und zusammenbleiben, obwohl sie kreuzunglücklich sind. Mhm. Ich finde das immer schlimm, wenn das so ist, weil kein materielles Ding kann das aufwiegen, wenn man eigentlich im Grunde seines Herzens unzufrieden ist und unglücklich. Und glücklich wirkst du nicht. Was du mir jetzt erzählt hast, das ist kein schönes Zuhausegefühl, was du da hast. Hätte ich nicht. Und du hast du ja auch nicht. Nee, viele Leute sagen mir, das wäre so, das wäre heute so und so. Und ich denke aber mal. Das ist heute nicht so. Das ist völliger Unsinn. Ich finde, das zeugt von einer Unzufriedenheit ihrerseits in eurer Ehe. Und es zeugt von einem Manko in der Ehe. Da ist was nicht in Ordnung. So, jetzt ist die Frage, was macht man jetzt mit der Einsicht? Lässt man das alles irgendwie so laufen und frustet sich gegenseitig so von Jahr zu Jahr, aber man hat ein tolles Haus und einen tollen Garten? Oder man versucht, was zu unternehmen, aber da müssen beide mitziehen. Sie ist unglücklich, du bist unglücklich. Warum bist du unglücklich, warum ist sie unglücklich? Das müsste man rauskriegen. Aber das geht nur, wenn beide den Mund aufmachen und beide es wollen. Und auch beide bereit sind für eine Veränderung. Das sind viele Voraussetzungen, ist mir klar. Für mich ist nur wichtig, dass diese vielen Männer, ja, die da, die sie immer anstarren, das stört mich am allermeisten. Ja, also ja, aber es ist doch auch wichtig, dass deine Frau wieder mit dir schläft und dass ihr guten Sex miteinander habt. Und es ist doch wichtig zu wissen, dass deine Frau sich nicht mehr, weiß ich jetzt wie viel Mal im Monat, vor eine Kamera setzt und dass andere Leute sie anstarren, nackt. Ja, vor 5 Jahren sind wir noch zusammen in die Schweiz gefahren und da sind wir ganze Wochen hier aus dem Bett rausgekommen. Ja, so, das war ganz normal. Das war alles nicht so. Ja. So, jetzt die Frage, was unternimmt man? Ist sie gesprächsbereit? Sagst du, sie ist nicht gesprächsbereit. Jetzt haben wir das gleiche Ding wieder wie gerade bei dem Anruf bei der Daniela. Wäre sie denn bereit für eine Eheberatung? Ah, das ist bei uns hier in der Stadt. Ich weiß, wo die hocken. Dann geht man in eine andere Stadt, wenn man sich da geniert. Nö, da habe ich kein Problem. Okay. Ich hab ja auch da angerufen. Moment, wie viele Freunde jetzt von mir? Ich habe einen großen Freundeskreis, die auch nachts Junggesellen, die sind ja alle geschieden, das ist ja alles so furchtbar. Wer sie dazu bereit? Die alle wissen, dass ich angerufen habe, die das gucken. Ja, ich denke schon. So, wenn sie mal nichts trinkt, wäre sie schon bereit, Arvin, dazu, dann solche Schritte zu tun. Okay, ja. wenn sie dazu bereit ist, dann packt diese Gelegenheit am Schopf und wandert da zusammen hin und legt mal eure Ehe auf den Tisch und dann guckt man, was dabei rumkommt. Ich würde dir gerne auch noch einen fachkundlichen Rat geben von meinem Psychologen, geben lassen. Ja, denn was für mich wichtig ist, das ist ja das Schlimmste an der ganzen Sache ist, wenn ich sie dann halt erwischt habe und sie ist dann und sie schimpfen dann noch was zusammen und dann geht sie dann ins Bett und schläft dann so und dann, wenn ich mich dann ans Bett setze und sie angucke, dann tut mir immer alles so leid. Ja, dann gucke ich sie an und dann denke ich immer, mein Gott, warum ist das alles so? Ja. Dann okay, Fall ist klar. Fall ist klar. Einzige Lösung im Moment finde ich, dass ihr beide da einen Termin macht und dahin geht. Mhm. Wenn du jetzt noch eine Einschätzung haben möchtest von meinem Psychologen, können wir das gerne machen. Ja, wenn dann ein Studiosus, ja. Ja, dann legst du jetzt bitte auf und wir rufen dich nochmal an. Ja? Ja, heute noch. Jetzt sofort, ja. Ja, okay, soll ich auflegen? Du legst bitte auf, Arvin. Alles ja, okay. Gute. Schön, mach's tschüss. Gut. Wir sind ein super Typ, ja, mach's gut. Dankeschön, tschüss. An dieser Stelle nochmal Hinweis auf unser Thema übermorgen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema, meine Strafe war zu gering. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas Schlimmes gemacht haben, die auch dafür bestraft worden sind. Wie auch immer, von wem auch immer, aber die im Nachhinein sagen, nein, das war viel zu wenig. Das steht in überhaupt gar keinem Verhältnis zu dem, was ich damals gemacht habe, was ich angerichtet habe. Meine Strafe war oder ist zu gering. Unser Thema übermorgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Hier ist Heike und Heike ist 32 Jahre alt. Hallo Heike. Hallo Domian. Hallo Heike. Was ist dein Thema? Mein Ex-Freund. Und zwar geht es darum, wir haben ein gemeinsames Kind. Mhm. Die wird jetzt 3. Mhm. Und ich habe mit ihm knapp 4 Jahre zusammengelebt und er hat mich, das hört sich jetzt blöd an, seelisch und
ja, seelisch vergewaltigt. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Mhm. Und zwar ging das so los, er konnte zum Beispiel nur betrunken mit mir schlafen. Immer? Und immer? Er hat mir das, er hat, ja, er hat mir das die Gefühl, ganzen Jahre konnte er nur betrunken mit dir schlafen? Ja, also zum Beispiel, wenn ich, also zum Beispiel, was heißt betrunken oder angetrunken? Er brauchte erstmal einen gewissen Kick, damit er erstmal in Stimmung kommt. Mhm. Und wenn ich so zum Beispiel zu ihm gesagt habe, ja, was weiß ich, was man halt unter Plan macht, oh, ich möchte mit dir schmusen und lass dich mal anfassen. Oh ja, nee, mir geht's so schlecht und mein Rücken tut so weh und was weiß ich. Aber dann vom Internet hat er dann gesessen und hat sich da Pornos angeguckt und alles Mögliche. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ja, mache ich was verkehrt oder soll ich das was anderes machen, soll ich was anderes ausprobieren? Das war für ihn okay, da konnte er aber nicht überreden. Da habe ich ihn auch ein paar Mal gefragt, ja, mache ich was verkehrt oder suchst du was anderes oder was guckst du da? Und er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich für ihn nichts wert bin. Er hat mich betrogen, alles Mögliche. Und ich weiß nicht, als das Kind auf die Welt kam, hat er mir, wo meine Tochter 6 Monate alt war, hat er mir gesagt, ja, ich habe mich in meine ehemalige Bekannte, das war eine Bekannte, die Kinder seit 15 Jahren, in die hat er sich verliebt, hat mich mit dem Kind da sitzen lassen, hin und her. Mhm. So wie, und du bist jetzt getrennt von ihm seit? Ich bin getrennt von ihm seit knapp 6 Monaten. Ach, erst seit 6 Monaten. Die Trennung ist ausgegangen von dir? Die Trennung ist ausgegangen von mir. Weil er immer wieder mit anderen Frauen oder mit dieser gerade besagten Frau was hat oder wie? Nicht mit dieser besagten Frau unbedingt. Es war im Allgemeinen, ja, er hat auch mit dieser besagten Frau was gehabt, ja. Aber es war im Allgemeinen, er hat mich nicht beachtet, er hat mich weggestoßen von sich, er hat mich vor anderen Leuten niedergemacht, gesagt, ich wäre ein wertloses Stück Scheiße. Und das hat er gesagt? Diese Formulierung hat er gebraucht? Er hat letztes Jahr auf seiner Geburtstagsparty, das war, dabei muss ich sagen, sein Neffe, der hat am gleichen Tag Geburtstag wie er. Das war am 12. August letztes Jahr. Hm. Da hat er mich so niedergemacht vor seinen Kollegen. Irgendwie, ich wollte mich bei ihm auf den Schoß setzen und ich muss dabei sagen, er war die größte Liebe meines Lebens bis jetzt. Hm. Ich habe ihn wirklich, Dominik, das kannst du dir nicht vorstellen, ich habe ihn Mann über die Maßen geliebt. Ich habe mich bei ihm auf den Schoß gesetzt und er hat mich runtergeschoben und sagte, komm Blasehase, hol nochmal 2, 3 Flaschen Bier aus dem Kühlschrank. Blasehase? Ja, hört sich jetzt blöd an, würde jetzt ja wahrscheinlich jeder lachen, ne? Also hört sich ein bisschen doof an, aber vor Kollegen, vor seinen Freunden, das hört sich ein bisschen doof an. Und dieses, du bist ein, wie du es gerade gesagt hast, du bist ein Stück so und so, das hat er dir ins Gesicht gesagt. Das hat er mir ins Gesicht gesagt und er hat aber auf der anderen Seite sagt er so, auch wenn ich dich nicht anpacken kann, sollte dich ein anderer Mann anfassen, ich werde dich umbringen und hin und her. So, und okay. Jetzt bist du 6 Monate von ihm getrennt. Ja. Wie ist deine psychische und seelische Stimmung im Moment? Komischerweise würde ich sagen, relativ gut, sogar sehr gut. Weil ich habe einen Mann gefunden, also beziehungsweise, hört sich blöd an, ich bin mit seinen Neffen jetzt zusammen. Ach so. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Aber ich habe mich wahnsinnig in diesen Mann verliebt. Mit seinem Neffen? Der ist so alt wie du, sagst du? Der ist so alt wie ich. Also er ist 34. Ja. Und, so, also er wird jetzt 34. Aber du rufst mich an. Warum rufst du mich an? Weil ich irgendwo auf der einen Art von ihm noch abhängig bin. Jetzt nicht, weil wir ein gemeinsames Kind haben und das für uns kümmern, sondern auf der anderen Seite, er hat eine Art, die Leute zu beeinflussen, sie von sich abhängig zu machen. Aber Moment, aber du bist im Moment mit einem neuen Mann zusammen. Ich bin mit einem neuen Mann zusammen, ja. Du bist auch verliebt in diesen neuen Mann. Ich bin wahnsinnig verliebt. Wahnsinnig verliebt in diesen neuen Mann. Dennoch ist da, sagst du, da ist irgendwie eine Abhängigkeit zu diesem Mann, ja, der dir auch so wehgetan hat. Ja. Warum, woran merkst du diese Abhängigkeit? Zum Beispiel, wenn er irgendetwas zu mir sagt, ob er mich am Telefon beleidigt, mich bedroht und sagt, er sagt zum Beispiel ja zu mir, wenn du einen neuen Mann hast oder wenn du mich betrügen sollst oder einen anderen Mann hast, egal was ich mache, hast du einen neuen, dann werde ich dich umbringen oder sowas. Mhm. Dann merke ich irgendwo so doch, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich würde, im Herzen liebe ich dich trotzdem, du könntest mich noch so bedrohen. Und wenn er vor mir steht, ich umarme ihn, ich berühre ihn und ich küsse ihn oder nehme ihn in den Arm und was merke sagt immer noch, da ist irgendwo noch eine Bindung da. Was sagt er denn dazu, dass du jetzt mit seinem Neffen zusammen bist? Er weiß nicht, dass ich mit seinem Neffen zusammen bin. Er weiß es nicht. Er hat gesagt, er hat zwar mal einen Verdacht gehabt, das war vor 6 Monaten, auch also kurz bevor es passiert ist, er hat gemerkt, dass ich da was anbahne. Der hat damals zu mir gesagt, sollte ich damals rauskriegen, dass du mit dem, ich möchte jetzt seinen Namen nicht, ich sag's immer mit dem Johnny jetzt, ne, mit dem Johnny zusammen bist,
Und wenn ich 60 werde und meine und unsere Tochter aus dem Gröbsten raus ist, ich, weil er ist vorbestraft, ich kann mich jetzt zwar nichts mehr reinreiten, aber wenn ich aus meinen ganzen Schulden und so rauskommen sollte, werde ich euch beide hinrichten dafür. Und ich habe ihm damals gesagt, nein, ich würde dich niemals betrügen, weil ich liebe dich immer noch. Und er hat gesagt, wartest dich nicht, mich zu betrügen. Ich merke immer noch, dass er... So, jetzt mal langsam. Heike, du schilderst mir da einen Mann, du schilderst mir einen Horror-Typ. Aber wie soll ich denn davon losgehen? Du erschilderst mir, ja, das ist aber auch kein Grund, diesen Mann zu lieben oder zu schätzen, auch wenn er der Vater eines Kindes ist. Dann umarmt man diesen Mann nicht. Dann unterhält man sich auch gar nicht mehr weiter mit dem Mann. Dann arrangiert man das, dass es mit dem Kind funktioniert und dann ist es gut. Dann sagt man auch nicht mehr diesem Mann, ich liebe dich, was du gerade mir erzählt hast, dass du es getan hast. Dann musst du dich auch einfach mal ein bisschen zurückpfeifen, Mensch. Du lässt dich da auch viel zu viel laufen. Viel zu sehr laufen. Ich weiß, aber du kannst... Nein. Was du mir erzählt hast, und du hast mir wahrscheinlich nur ein Tausendstel erzählt von dem, was in all den Jahren passiert ist. Das ist schon klar. Ne? Wie sehr willst du denn noch in die Gosse getreten werden von einem Menschen? Wie sehr denn noch? Da will ich nicht mehr hören, aber ich liebe den doch. Ja. Dann ist es doch schon krankhaft. Dann ist es schon bald krankhaft. Ja, weil er sagt mir, auf der einen Seite hat er, also wir waren neulich auf einer, neulich, ist, hört sich jetzt blöd an, das war Rosenmontag und wie gesagt, wir waren auf einer Party bei Bekannten und so und da sind wir auf dem Heimweg und da hat er sich da auf die Straße sinken lassen und hat gesagt, ja, wenn du mich jetzt verlässt, dann will ich jetzt hier sterben und bitte verlass mich nicht. Ich weiß nicht, es hört sich jetzt blöd an, das hört sich wahrscheinlich auch an, als wenn ich naiv wäre und dumm wäre und verblendet wäre, nichts in der Birne hätte und so, das... Ich weiß, wie sich das anhört, Domian. Ja, was denn? Aber er guckte mich an und sagte so, ohne dich sterbe ich. Und das war so ein Gefühl in mir, als wenn es mir das Herz zerreißen würde. Er hat es immer wieder geschafft. Und ja, da musst du lernen, Nein zu sagen. Das ist das alte Lied von Leuten, die abhängig sind von anderen Menschen. Er wird auch genau wissen, wie du funktionierst. Und er wird auch genau wissen, dass er mit so einem Satz da komplett ins Schwarze trifft und dich wieder gefügig macht. Das ist ein Mensch, der braucht einen Sklaven. Und du bist der Sklave. Und du bist offensichtlich ein Mensch, der einen Herrn braucht. Und Sklave sein will. Hart an, ne? Ja, das ist aber so. Es ist so. Ich weiß, dass es äußerst schwierig ist, wenn man so gestrickt ist, da rauszukommen. Du brauchst dominante Menschen, die dir auch seelisch ins Gesicht schlagen. Und nicht nur seelisch. Die andere Sache ist, er weiß, dass ich damals vor Jahren mal mich prostituiert habe. Mhm. Und er hat in seinem ganzen Bekanntenkreis, also auch in der Familie rum erzählt, ja, ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Darf ich das jetzt so ausdrücken, wie Sie es erzählt haben? Ja, doch. Die kleine Schlampe hält doch für einen Zehner oder für ein paar schöne Klamotten sofort ihren Arsch. Heike, du musst mir doch gar nicht noch ein Beispiel nennen. Das reicht mir völlig, was du mir gesagt hast. Mhm. Das reicht mir völlig, dass ich dir nur sagen kann, reiß dich zusammen, versuche all deine Kräfte zu aktivieren und bau eine große Mauer zwischen dir und diesem Mann auf. Trotzdem fällt es mir schwer, kannst du das verstehen? Dass ich diesen Mann mal als Gott... Auch wenn ich das verstehe, heißt das noch nicht, dass das richtig ist, dass du es tust. Das ist nicht richtig, natürlich ist es nicht richtig. Nee, da gibt's auch gar nichts zu reden mehr gegen. Ja. Da gibt's auch kein Aber mehr. Das stimmt. Da musst du einfach Herr deiner Frau, deiner selbst sein. Das stimmt. Und das ist ein großer Kampf, es ist mir völlig klar. Denn das ist was, was du da auskämpfst. Aber da gibt es auch gar nichts zu reden. Das musst du alleine schaffen. Und wenn es dir vielleicht eine Hilfe ist, dann motivier dich doch damit, dass du sagst, ich mache das auch für mein Kind. Mhm. Denn nur wenn du eine klare Haltung für dich und dein Leben findest, bist du auch ein Vorbild für dein Kind. Jetzt im Moment bist du null ein Vorbild für dein Kind. Im Moment eierst du hin und her und hast überhaupt gar keine eigene Position. Richtig. Tu es für dich, tu es für dein Kind. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Heike. Danke, Domian. Tschüss, nochmal Heike. Großes Lob an deine Sendung. Dankeschön, Heike. Tschüss. Okay, ciao. Bernhard ist bei mir zu Gast. Guten Morgen. Morgen. Hallo Bernhard. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Erstmal meine Stimme ein bisschen zu entschuldigen, das ist eine Erkältung. Um was geht es? Es geht um das Problem der Reaktion von Menschen, die auf mich zukommen, die ich kennenlerne. Wobei Menschen heißt in dem Fall Menschen zwischen 20, 45 bis 45, da ist also die Reaktion am heftigsten. Wie reagieren die denn? Auf dich? Die reagieren auf mich ganz normal, sagen, ach, lieber Kerl, mit dem kann man reden, mit dem kann man Blödsinn machen. Ja.
solange auch ganz gut, bis sie dann mal mich irgendwann besuchen. Ja. Und mitbekommen, dass ich mit drei Frauen zusammen lebe unter einem Dach. Hört sich jetzt erstmal bombastisch an, der Mann hat drei Frauen. Drei erwachsene Frauen. Das ist so korrekt. Sind das deine Geliebten? Das sind Partnerinnen. Wir haben eine wirkliche Partnerschaft. Ihr habt eine Viererbeziehung. Wir haben eine Viererbeziehung, wobei die Beziehung sich eben aufbaut von mir zu den Damen. Ja. Die Damen untereinander nicht. Nein. Aber nein. Ihr wohnt alle in einem Haus. Das tun wir auch nicht. Ich wohne mit einer in einem Haus. Die anderen beiden wohnen zusammen. Alle haben also gemeinsam eine eigene Wohnung. Ach so. Weil es einfach räumlich gar nicht geht, weil würdest du hier in der Hütte auch mit vier Leuten auf den Füßen rumtreten. Ja. Sind aber schon dabei und machen uns Gedanken drum, dass wir was Größeres Gemeinsames finden. Kommen denn die Frauen miteinander klar? Jo. Ja. Freundinnen, also würde man sagen, sehr kumpelhaft, sehr offen im Umgang miteinander. Ja. Wir haben auch intern keine Probleme. Wenn du mit einer Frau schläfst, sind die anderen dabei? Das ist korrekt so. Die sind dabei? Ja. Also, wir haben natürlich jetzt viele. Jetzt erstmal so, oh Gott, wie kann das sein? Wie kann es sowas geben? Es gibt es tatsächlich, dass es das gibt, hätte ich nie geglaubt. Viele Männer werden jetzt sagen: Wow, der Bernhard, der hat es aber hinbekommen. Der hat drei Frauen. Ja, und es funktioniert auch. Das ist die Reaktion, die man eigentlich, sag mal, vielleicht auch irgendwo erwartet, dass Leute sagen: Mein Gott, wie macht der das? Und was ist für ein Typ? Wobei ich dazu sagen muss: Ich bin weder eine Schönheit noch ein Geldprotz noch sonst was. Mensch, ich bin ganz traurig darüber, dass ich gar nicht lange werde mit dir sprechen können, weil die Sendung gleich vorbei ist. Deswegen muss ich erstmal ganz schnell ein paar Fragen stellen. Wie lange bist du mit den drei Frauen zusammen? Mit der ersten Partnerin, also ich muss dazu sagen, das ist die zweite Partnerschaft, die erste Partnerin, mit der ich monogam fast 15 Jahre gelebt habe. 15 Jahre mit der zweiten? Ja, die ist also, muss dazu sagen, ist verstorben. Und war dann eine Zeit alleine, lernte eine neue Partnerin kennen, mit der ich jetzt auch schon etliche Jahre mittlerweile lebe. Sag mal, sonst kommen wir durcheinander. Du hast jetzt drei Frauen. Ich habe jetzt aktuell diese drei Frauen. Frau 1, wie lange mit der zusammen? Mit der jetzt zurzeit etwas über 5 Jahre. Frau 2? 3 Jahre circa. Frau 3? Auch etwa 3 Jahre. Lange Zeit. Und es gab von Anfang an keine Konflikte zwischen den Frauen. Ja, das ist die Frage, wie du mit den Menschen umgehst. Naja, also ich bin offen auf die Menschen zugegangen, habe gesagt, Freunde der Nacht, das ist so, ist der... Ist ja, aber die hätten ja sagen können, komm, pass mal auf, Junge, mit mir nicht, ich will dich alleine haben, ich will dich nicht nur teilen mit anderen Frauen. Das war einfach die Zugangsvoraussetzung. Sie haben ja zu mir gesagt, ich möchte mit dir irgendwo was aufbauen. Und ich habe gesagt, da ist schon jemand. Ja, und die haben trotzdem gesagt, ja, okay, dann ich lasse mich drauf ein. Die haben gesagt, sie würden das gerne so leben. Ich habe gesagt, ich habe kein Problem damit. Für mich war es erschreckend, dass Leute dazu bereit sind. Klar, weil man selber kennt das ja nicht. Ach so, du warst erschrocken darüber, dass die Frauen bereit waren? Ich war erstmal erschrocken darüber, dass die überhaupt dazu bereit sind. Ich meine, ich bin... Wie denkst du heute über die Frauen? Ich finde sie klasse. Und verachtest du sie dafür, dass sie das tun? Nein, in keiner Weise. Könntest du dir umgekehrt das auch vorstellen, dass drei Männer und eine Frau und du bist einer von den drei Männern? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Bist seit ich das jetzt erlebt habe oder seit ich das lebe, bin ich überrascht darüber, was Menschen überhaupt alles können. Ja, es gibt die verrücktesten Konstellationen, das ist mir schon klar. Glaubst du, dass die Frauen glücklich sind? Sie sagen es und sie zeigen es auch. Also wir haben in dieser ganzen Zeit noch kein lautes Wort, keinen Stress, keinen Ärger. Erlaubst du den Frauen, dass sie mal mit irgendeinem anderen Mann sich einen sexuellen Spaß erlauben können? Ich würde es ihnen wahrscheinlich sogar erlauben, aber das ist überhaupt keine Diskussion, haben die gar kein Interesse dran. Ja. Sind also alle drei, muss ich dazu sagen, circa 15 Jahre jünger wie ich. Noch schöner für dich, oder? Ja, gut, aber du musst auch mal die negative Seite sehen von alledem. Was ist die negative Seite? Viele Leute, die dich kennenlernen, sehen das, sagen, mein Gott, der Typ ist nicht ganz dicht im Kopf und verschwinden. Ja, das ist natürlich nicht gesellschaftsnorm und konform. Nicht gesellschaftskonform, ja. In keiner Weise. Könntest du dir vorstellen, dass da noch eine Frau dazukommt? Nein. Das nicht mehr. Also bei drei ist jetzt auch... Ich bin nur ein Mensch. Ist jetzt auch gut. Also ich bin keine Maschine. Und sexuell kriegst du das auch auf die Reihe.